Alright, okay, let's watch this one. Breaking Sadio makes it official. It's in German, but of course I'm gonna translate it. Boys, I got sunburned as fuck. So sorry, I was a little bit out today and like half an hour instantly sunburned. So don't, don't judge it. Let's go. Let's see this. Jetzt spricht Sadio Mané Klartext und sagt offiziell, dass er Liverpool verlassen wird. Und zwar wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, dass wohl 60-70% der Senegalesen, es gab da wohl so eine Umfrage, Abstimmung, der Meinung sind, er sollte Liverpool verlassen. Und er sagte, ich respektiere die Fans und die Mannschaft. 60-70% der Senegalesen wollen, dass ich Liverpool verlasse. Ich werde tun, was sie wollen. Ja, ganz klare Worte. Und zu seiner Zukunft sagt er, wir werden es bald sehen, aber wir alle wissen, es werden wohl die Bayern werden. Wenn man sich dann noch mit den letzten Punkten einigt, jetzt hat er offiziell darüber gesprochen und wirklich ganz offiziell gesagt, dass er Liverpool verlassen wird. Mit einer interessanten Begründung, weil viele ja, seiner Landsleute, seiner Freunde sagen, ey, bitte geh von Liverpool, du wirst da nicht genug gewertschätzt. Und die Bayern wollen ihm diese Wertschätzung geben. Das soll dann der Hauptgrund sein, warum er überhaupt wechseln will. Dass man ihm versprochen hat, er wird dort der neue Topstar werden. Auch wenn Levi wahrscheinlich geht, entweder diese Saison oder nächste, wird dann alles um Mané herum aufgebaut. Und das soll ihm gut gefallen haben. Dass er eben nicht mehr einer von vielen ist, wie bei Liverpool, wo ihm vielleicht auch Salah immer wieder diese Rolle geklaut hat. Jetzt ist er dann bei den Bayern, wäre der absolute Topstar dort. Und das scheint ihm zu gefallen. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Okay, I mean, pretty much he's going to leave Liverpool. But yeah, it is what it is. Sadio Mane probably can't control his emotions after the Champions League loss. But you know what? It is what it is, they lost. So pretty much, if Mane leaves, I would be honestly happy if he leaves Liverpool. Because if he leaves Liverpool and joins Bayern, he's going to be like a couple of kilometers away from me. So pretty much I can see him. Yeah, it's jokes, it's nice, it's great, it's a great thing. But, nice video, great video, nice to watch.